Ich singe ein Lied für dich und dann fragst du mich, ob's mit mir tanzen gehst. Ich glaube, ich stehe auf dich. Da 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 di da 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 di da 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 da. Ich hab mich verknallt in dich. Bitte? Wenn ich jetzt nicht einfach hier reitanze. Doch, Herr Präsident. Sendung, Live-Sendung und mit Maria Fasnacht. Doch, Herr Präsident, so wollte ich dieses Mal Ihre Aufmerksamkeit ergattern. Ja, aber mit Singer. Die Aufmerksamkeit, die haben Sie jetzt gehabt. Da, 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 da. Ja, halte Sie mal die Frau auf. Nein! Aufhalten, nicht hochhalten! Mann! Oh. So wollte ich dieses Mal Ihre Aufmerksamkeit ergattern mit Singen. Da 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 da. Ich hab mich verknallt in dir. Ich hab mich verknallt in dir. So heißt es im Liedtext. Das ist nicht von mir. Ich hab mich verknallt in dir. Obwohl ich auch manchmal verliebt bin. Also manchmal, nicht immer. Aber jetzt gerade habe ich mir schon ein Stingerl ausgesucht, in das ich mich verknallen will. Hulalala, so ein schöner Tag. Hulalala, so ein schöner Tag. Hulalala, so ein schöner Tag. Achtung, hulalala, so eine schöne Nacht. Nacht, Nacht. Das ist jetzt von mir. Das habe ich eingefügt. Weil ich finde, Nacht ist ja auch viel schwummrig duschter als Tag, gell? Und das ist ja das, was wir alle wollen, das schwummrige Dunkle. Und ich bin im Dunkle auch viel mutiger als im Helle, wenn alles weiß gekachelt ist. Wenn da als ein Mann neben mir steht, du, ein Lieber, dann kann schon mal sein, dass ich den zwicke, du, in der Arm. Ich bin Clara Kohlbecker. Ich war aber nicht immer so Draufgänger, Lola. Erst jetzt, wo ich erwachsen worden bin. Da horche ich immer in mich rein und da entsteht da wie so ein Monopflug mit mir selber. Und der sagt mir genau, was ich will. Oftmals hat es aber schon was mit Streicheln und Schmuse zu tun. Aber die Mama hat gemeint, es wäre nicht so schlimm. Da gibt es auch eine Sorte Männer, die sich auch darauf ausgerichtet. Bloß eine Phase, da muss man aufpassen, hat Mama gesagt. Da soll es nämlich eine Sorte Männer geben, die wollen die Kennenlernphase überspringen. Wenn mich so als einer angucken tut, dann tue ich immer tief durchatmen und dann baue ich eine Spannung auf, damit ich meine innere Struktur nicht noch behalte. Du. Dann haue die auch ganz schnell wieder ab. So hartknäckig sind die heute gar nicht mehr. Apropos hartknäckig, da war eine Frau und die hat einen Hund gehabt. Und der Hund, der hat ganz arg geschnarcht. Dann hat die Frau sich nicht anders helfen wissen und ist zum Tierarzt gegangen. Und dann sagt der Tierarzt, ja, jetzt probieren wir mal Folgendes. Wenn der Hund wieder schnarcht, nehmen Sie 2, 3 Lorbeerblätter und binden Sie es ihm ums Schwänzel. Aller gut, das hat sie gemacht und tatsächlich, es hat geholfen. Am nächsten Tag kommt ihr Mann stocksoffen heim und schnarcht genauso. Dann hat sie gedacht, was beim Hund klappt, klappt bestimmt bei meinem Mann auch. Und hat das Gleiche gemacht. Es hat auch geholfen. Am nächsten Morgen aber steht der Mann auf, geht vor den Spiegel, guckt an sich nunna, sieht es und rennt ganz schnell ans Telefon. Dann ruft er seinen Kumpel an und sagt, du, wir waren doch gestern was trinken. Ja, sagt sein Kumpel. Du sag mal, und dann waren wir doch in dem Haus, wo man Liebe machen tut. Ja, sagt sein Kumpel. Sag mal, weißt du da was von einer Siegerehrung? So sind sie, die Männer.
Da gibt es aber nochmal einen Besoffener, der ist auch letztens heimgekommen. Und dann macht er so einen Radau, dass seine Frau im Schlafzimmer aufgewacht ist. Dann ruft seine Frau raus, was ist denn da passiert? Dann ruft er zurück, es sind bloß die Schuhe, die umgefallen sind. Dann ruft sie zurück, ja, aber das macht doch nicht so ein Radau. Dann sagt er, wenn man noch drinnen steht, aber schon. Bumm. Bumm hat's gemacht. Bei mir macht's manchmal aber auch Bumm. Es ist, als wenn ich im Supermarkt an der Kasse stehe und hinter mir ist eine ganz lange Schlange und plötzlich macht's Bim, Bam, Bumm, wir eröffnen Kasse 2. Dann will ich mich immer umdrehen, will mich mit den Leuten freuen, dass wir früher drankommen. Aber die rempeln mich dann immer an und rasausen an mir vorbei, wie wenn ich gar nicht da wäre. Doch, da bin ich dann immer wie, ja. Obwohl ich ja erst da drauf war. Dann bin ich immer wie vor den Kopf geprahlt, aber das interessiert die gar nicht. Wisst ihr, was ich dann immer mache? Ich tue das Gefühl konservieren und renne ganz schnell heim und lasse da meine Verzweiflung raus. Soll ich es Ihnen mal zeigen, wie es mir dann geht? Ja? Wollen Sie die Lidl- oder die Aldi-Version? Aldi? Ah, da muss ich rechts gehen, da stehen die Kasse rechts. Ich wieder wie Marie Käferle. Seit ich so mache, komme ich mit meinen Emotionen viel besser klar. Herr Präsident, Sie, ja? Sie emulgieren aber auch ganz schön. Wollen Sie Ihre Gefühle auch mal hier auf der Bühne tanzen? Das wollen die Leute nicht wirklich sehen. Ich emulgiere lieber hier oben. Herr Präsident, ich glaube, ich weiß auch, was dabei herauskäme. Mir zwei haben die gleiche Fantasizien. Wenn es ein bisschen dunkler wäre, hätte ich Sie jetzt zwicken wollen. Ja, dann hätte ich auch wissen, dass ich das jetzt gerade nicht träume. Ja. Apropos zwicken. Da waren letztens auch drei Männer in der Reha. Und die haben sich im warmen Wasserbecken getroffen. Und da sagt der eine zum anderen, du, was hast denn du? Dann sagt er, hey, ich hab's ganz arg im Knie, aber hier im warmen Wasser geht's. Und dann frage ich sie, ja, und was hast du? Dann sagt er, ich hab's arg im Rücken, aber hier im warmen Wasser geht's. Und dann frage ich sie, der Dritte, was hast denn du? Dann sagt er, ich hab Probleme mit dem Pipi machen, aber hier im warmen Wasser geht's. Da war letztens auch einer, der hat auch so arg Fantasizien gehabt. Zwar war das ein Barkeeper und da ist eine Frau zu ihm gekommen. Da sagt sie, Sie, was kostet denn eine Rieslingschorle? Dann sagt er, ein Kuss. Dann sagt die Frau, gut, dann nehme ich zwei. Meine Oma zahlt. Wo ich es bloß immer her habe, gell? Ich weiß es auch nicht so recht. Aber ich finde, man muss auch nicht alles durchforschen. Dann findet man schon nicht die schwarze Bolle in mir. Aber ich habe eher bloß kleine schwarze Böllchen. Ich habe keine Fehler, weil ich bin ja auch Frau. Wenn ich mich als streite, du, dann erweise ich auch sofort, was der andere falsch machen tut. Manchmal streite ich mich sogar extra, weil ich mich hinterher so gern versöhne, du. Heute bin ich richtig offen, gell? So richtig offenes Schnurzel. Herr Präsident. Frau Kohlbecker. Herr Präsident, Sie sind auch so ein Schnurzel. Oh, danke. Und ein Gewieftes dazu, weil Sie immer so gescheit daher schwätzen. Mit Ihnen tät ich mich auch gern mal versöhnen.
Oder mit Neffen, mit Nichten. Die würden doch alle zugucken. Oder vertöchtern, das wäre egal. Bloß der eine Mann, der war nicht versöhnt. Der ist letztlich mit zwei verbundenen Ohren in die Wirtschaft gekommen. Und dann sagen seine Freunde zu ihm, was ist denn mit dir passiert? Dann sagt er, ja, ich habe letztens mein Hemd gebügelt, auf der einen Seite Handy, auf der anderen Seite Bügeleisen. Dann hat das Handy geklingelt und ich hätte mir aus Versehen das Bügeleisen ans Ohr. Ja. Dann sagen seine Kumpels zu ihm, ja sag mal, wieso hast du dann das andere Ohr auch noch verbunden? Dann sagt er, der Simbel hat noch einmal angerufen. Herr Präsident, hier. Ich habe mir in meinem Zimmer mal diesmal wieder einen Dance ausgedenkt. Da habe ich mich selber gecoucht, dieses Mal. Ein Dance? Ja. Zuerst ist der Dance, hat er was mit den Phasen zu tun und dann wird er modern und dann wird er sogar noch ein bisschen sexy. Das brauchen wir hier nicht. Soll ich den unbedingt mal zeigen? Also, wenn das Publikum das unbedingt sehen will. Ja. Aller gut, Frau Kohlbecker, dann mache sie halt. Ja, sie. Ja. Musik, 1, 2, 1, 2, 3. Jetzt geht's los. Stunde, so eine Stimmung in den Saal zaubert. Der versteht sein Mundwerk. Clara Kohlbecker von der großen Karnevalsgesellschaft Gaggenau. Marion Striebisch. Und auf unser Marion. Drei laute A. Herr Präsident, ich habe noch ein bisschen recherchiert. Sie heißen ja im wirklichen Leben Herr Knecht. Ja. Wenn Sie wollen, können Sie mein persönlicher Knecht sein. Die Frau macht mich fertig. Ich bin ja oben schon am Transvestieren. Aber Frau Kohlbecker, wenn Sie jetzt noch was hätte ohne Dance. Ja. Dann dürften Sie sich nochmal austoben. Ja. Okay, dann machen Sie das. Ja. Da treffen sich letztens zwei Männer. Da sagt der eine zum anderen, du, hast eigentlich deiner Freundin schon einen Hochzeitsantrag gemacht? Dann sagt der andere, ja, aber ich muss noch ein bisschen warten. Dann sagt er, ja, warum denn das?
Dann sagt er, ha jo, sie hat gemeint, ich werde letzte, denn sie heiratet. Herr Musiker, Ausmarsch bitte. Halt. Irgendwas, wo ich mich drehen kann. Halt, rechts rum.